aber ich würde noch mal gerne zurückgehen zu einem Unfall in Krümmel. Was kann man da machen? Man kann die Bevölkerung weit weg vom Atomkraftwerk ansiedeln. So ist zum Beispiel in den USA nach Tschernobyl sind 2 Atomkraftwerke, die niegelnagelneu waren, Seabrook und Shoreham. Das eine war 120 Kilometer von Manhattan entfernt, das andere 100 Kilometer von Boston. Die durften nicht in Betrieb genommen werden. Das war also pro Einheit 8 Milliarden Dollar. Die durften die auch nicht abschreiben. Eine der Elektrizitätsfirmen ist drauf in Pleite gegangen, weil man gesagt hat, wir können die Menschen nicht evakuieren und das hättet ihr vorher wissen müssen, es ist eure Schuld. Wir wissen, dass Hamburg nicht evakuiert werden kann. Es gab die sogenannte 3-Stunden-Gutachten vom TÜV, in dem drin stand, dass innerhalb von 3 Stunden die hochradioaktiven Wolken da sind und man kann die Menschen nicht evakuieren. Und dann ist Schluss mit lustig, dann gibt es garantiert keinen gemütlichen Fernsehabend mehr. Kein Spaziergang durch Mölln's wunderschöne Landschaft. Es gibt kein Theater mehr und mit Sicherheit gibt es auch den Sender Mölln TV nicht mehr. Und wenn dann nur mit einem zahnlosen Komiker, der nichts mehr zu lachen hat. Atomkraft geht uns alle an. Und wir brauchen Energie, jeder braucht Energie. Wir müssen sparen an allen Ecken und Enden. Wir brauchen nicht unbedingt Weihnachtsbeleuchtung. Der Strom kommt ja nicht aus der Steckdose. Natürlich brauchen wir Energie, jeder braucht Energie. Aber bei der Atomkraft sollte man mit viel, viel Fingerspitzengefühl vorgehen und wenn möglich den Ausstieg beibehalten und das auch nur der schwarz-gelben Koalition in Kiel, auch hier im Kreistag, der jetzt mehr oder weniger sich für die Atomkraft ausgesprochen hat, mit kleinen Abschreibungen und natürlich in Berlin. Wenn man also nicht evakuieren kann, kann man dann wenigstens die Leute medizinisch behandeln. Und zum Evakuieren nochmal zurück. Wir sind ja hier in Schleswig-Holstein, wenn man Hamburg sieht. Die können ja nicht nach dem Osten weg, die können nicht nach dem Westen weg. Im Norden ist Dänemark und nach EU-Recht werden beim Unfall die Grenzen dicht gemacht. Die könnten also nur in den Süden. Wenn der Wind nun aber von Nordwest kommt, wie es häufig hier ist, ja, dann geht nicht einmal die Richtung. Nun kann man sagen, können die dann wenigstens medizinisch behandelt werden? Und das ist völlig unmöglich, weil der Aufwand so immens ist. Ich habe hier in dem Friedlichen die Katastrophe das Beispiel eines Arbeiters, der nur durch eine radioaktive Substanz verseucht wurde, nicht durch 1200. Er musste in ein tonnenschweres Bleibett. Und dann haben ihn Ärzte im Fallout-Kostüm mit Bleiglas-Sicht visieren, mit sogenannten Manipulatoren, Stahlarmen operiert. Und danach musste er noch ein Jahr in dem Raum bleiben. Seine Atemluft musste gefiltert werden. Die Nahrung ging per Fließband rein, seine Fäkalien per Fließband raus. Die Wand strahlten, die mussten also in Bleisärgen gesichert werden. Die medizinische Versorgung ist so immens und wir haben kein einziges Krankenbett. Wenn man bedenkt, bei der medizinischen Versorgung in Deutschland und dem Gesundheitsfonds, der auch noch abgeschafft werden soll und all den Problemen, die an sich schon in der Medizin auftreten, Medizin erster, zweiter Klasse, kann sich jeder ausrechnen, was es bedeuten würde für eine medizinische Versorgung im Fall eines nuklearen Gaus, eines Unfalls in Krümmel oder sonst wo. Ich möchte noch zum Schluss einige Zeilen des englischen medizinischen Forschungsrats zitieren, wie es den Menschen ergeht, die nicht sofort sterben. Von der 3. Woche an entstehen kleine, zu Blutungen neigende Risswunden auf der Haut und im Mund. Gleichzeitig treten Geschwüre im Mund und in den Gedärmen auf. Die Nahrungsaufnahme wird unmöglich und die Wunden entzünden sich immer mehr. Durch Durchfall, begleitet von hohem Fieber, wird der Patient vollkommen entkräftet. Die Haare fallen in Büscheln aus und Delirien können folgen. Die Anzahl der roten Blutkörperchen geht zurück und die der Weißen hat ihren größten Tiefpunkt erreicht. Wenn der Tod dann noch nicht einsetzt, folgt etwas Schlimmeres. Weiterleben, verbunden mit Gewichtsabnahme, Verkrüppelungen, maßlosen Schmerzen, Krebs und Leukämie, Beeinträchtigung der Geschlechtsorgane und Keimzellen, die werden überhaupt noch zeugungsfähig, nur Missgeburten hervorbringen können. Amerikanische Soldaten und Ärzte,
die in Tschernobyl die Patienten behandelt haben, haben gesagt, das gnädigste Schicksal im Falle einer radioaktiven Verseuchung ist ein schneller Tod. Und all dies muten deutsche Politiker ihrem Volk zu. Aus reiner Geldgier sind sie bereit, das deutsche Volk zu vernichten und in Geiselhaft zu nehmen. Millionen Menschen zum Tode zu verurteilen, Millionen, die unter entsetzlichen Schmerzen weiterleben werden und dann die Nachkommen, die mit genetischen Schäden zur Welt kommen werden. Solch ein Reaktorunfall ist das Ende der Bundesrepublik und vieler Anrainerstaaten der Bundesrepublik. Ich glaube nicht, dass solch ein Risiko lohnt für Energie, die man woanders genauso billig bekommen kann, ohne Risiko. Ich danke, Holger. Gern geschehen, Detlef. Ich freue mich auf ein weiteres Interview und weiterhin viel Erfolg. Man muss ja das Lächeln behalten, denn ohne Hoffnung stirbt die Welt ganz. In diesem Sinne. So ist es. Euer Narrenspiegel.